Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute koche ich ein Rezept nach und dieses Rezept hat mir eine von meinen Zuschauern, Ingrid, zugeschickt. Und heute habe ich das nachgekocht und freue ich mich jetzt, an den Tisch zu gehen und das zu genießen. Schaut, wie toll sieht es aus. Sehr, sehr lecker. Speck mit Birnen und Bohnen, Kartoffeln und Möhren. Richtige, ein deftige. Ein Top, genau passt für dieses Wetter und für diese Jahreszeit. Wünsche ich euch viel Spaß beim Videoanschauen und das Nachzukochen. Viel Spaß! So, als Erste werden wir jetzt erstmal Speck kochen. Ich habe schon im Töpfchen Wasser reingemacht. Gebe ich jetzt ins Wasser ein ganz geschälte Zwiebel oder kann man auch etwas noch Schale dran lassen. Es gibt die Schale auch eine schöne Farbe für die Brühe. Das ist aber euch überlassen. Und dann mache ich noch so ein Beutelchen mit einem Loberblatt. Ich nehme nur eins, weil es ist von dieses Jahr Loberblatt und es ist sehr, sehr aromatisch. Und mit zwei, da wird es sogar schon ein bisschen bitter. Pfefferkörner habe ich die Mix genommen und werde die erstmal etwas zerstoßen. So grob. Für mehr Aroma könntet ihr die Pfefferkörner einfach in die trockene Pfanne etwas anrösten und dann zerstoßen. Dann Aroma so in die Küche steht, ist ja Wahnsinn. Durch das Aufhitzen der tierischen Öle kommt so voraus, richtig lecker. So. Gebe auch in Beute. Und weil es ist jetzt Winterzeit und Weihnachtszeit, gebe ich auch noch eine Nelke. Ich mag nicht viel von dem Nelke-Geschmack, deswegen nehme ich nur eine. Wer mag, kann auch zwei reinmachen. Mit Zahnstocher mache ich das zu. Und dann später ist das besser rausnehmen und muss man nicht suchen in die Brühe die ganze Gewürze, was raus muss. Den Speck, ich habe so zwei Stückchen, diese von geräucherte, gesalzte Speck, gebe ich da rein und werden wir dann kochen so lange, bis das ihr, wenn ihr mit Gabel es probiert, dass es von der Gabel runterrutscht, nicht stecken bleibt. Dann ist der schön fertig. Es kann sein, dass es wird nach 40 Minuten, vielleicht sogar nach einer Stunde fertig. Stellen wir es mal kochen und in dieser Zeit werden wir einfach unsere Gemüse vorbereiten. So, den Speck ist schon fast fertig und wir können schon unsere Gemüse komplett fertig vorbereiten. Kartoffeln und Möhren habe ich geschält und jetzt werde ich die auch noch schneiden. Schneiden müssen wir ungefähr in die gleiche Größe, dass alles zusammen gar wird. So kleine Kartoffeln werde ich einfach so um die Hälfte machen mit so meinem Messer und genauso auch die Möhren erstmal etwas kurzen und dann auf die Hälfte. Haben die dann schöne Muster, liegt hübsch auf dem Teller. Schneiden wir erstmal Gemüse fertig. Und jetzt brauchen wir noch die Bohnen. Wenn ihr frische Bohnen nehmt, dann am besten die Bohnen erstmal 3 Minuten blanchieren. Wasser aufkochen, die Bohne da reinmachen und 3 Minuten in heißem Wasser einfach liegen lassen. Danach die Bohne rausnehmen ins kaltes Wasser oder unter Wasserhahn kalt abspülen und dann sind die dann schon kochfertig. Bevor ich die Bohne einfriere, blanchiere ich die immer, lasse die auf dem Tuch austrocknen und dann vakuumiere ich die. Und deswegen, ich brauche es nicht blanchieren, nur jetzt abspülen, dass ein bisschen dieses Frierwasser wird abgespült. Im Vakuumierer ist es wirklich sehr praktisch, weil die Gemüse bleiben, die so wie damals die reingelegt ist. Die verlieren ihre Farbe nicht, die haben nicht so viel Schnee da drin, wirklich perfekt. Spüle jetzt erstmal im kalten Wasser und sind die auch schon fertig. Kurz im kalten Wasser abgespült. In meinem Fall sind die grüne und gelbe, aber das macht nichts. Und dann brauchen wir noch auch Kochbirne. Ziemlich feste Birne zum Kochen. Wenn ihr Wilhelmsbirne nimmt, dann fällt ihr euch auseinander. Deswegen, ihr müsst schon diese kochfeste
Birne nehmen. Und jetzt kann man auch schon Backofen anmachen auf so ungefähr so 60, 70 Grad zum Vorheizen, dass wenn wir Speck rausnehmen oder später dann Birne rausnehmen, dass wir dann die können einfach warm stellen. So, es sind jetzt schon 50 Minuten vergangen. Ganz kurz mache ich auf, dass der Dampf absaugt. Und jetzt können wir testen nach dem Fertigfleisch. Wenn ihr das reinsteckt und es leicht geht von der Gabel ab, es ist fertig. Können wir jetzt auf eine Platte rausnehmen und ein bisschen mit Brühe begießen. Kann man richtig hier oben das Fett abmachen und Speck begießen, sodass auch in die Auflaufform und der Schüssel steht. Und stellen wir das in den Backofen bei ungefähr so 60, 70 Grad warm. So, jetzt holen wir auch unsere Gewürzbeutel raus und den Zwiebeln, weichgekochte Zwiebeln. Werden wir Brühe jetzt probieren. Wir haben kein Salz davor gemacht und jetzt kann man sagen, es braucht man jetzt wirklich kein Salz mehr dazu geben. Der Speck war wirklich sehr salzig. Was ich noch jetzt mache, das gebe ich nur den Pfeffer aus dem Mehl und ein kleiner Teelöffel von meiner getrockneten Gemüsebrühe. Das muss nicht unbedingt sein, aber kann man reinmachen. Fürs mehr Geschmack. Und geben wir jetzt unsere Kartoffeln und Möhren erstmal rein. So, umrühren und werden wir erstmal unsere Kartoffeln und Möhren ein bisschen vorkochen, weil wenn wir jetzt die Bohnen reinmachen, dann Bohnen werden die komplett matsch. Deswegen ungefähr so 10-12 Minuten kochen wir erstmal Kartoffeln mit Möhren, fast sozusagen fast gar, und dann geben wir noch die Bohnen. So, es sind jetzt 12 Minuten vergangen und ich habe schon mal kurz nachgeguckt. Die Kartoffel ist fast fertig. Bevor er verkocht, lieber machen wir es weiter und geben wir jetzt unsere Bohnen da drauf. Natürlich Bohnenkraut. Da musst du natürlich nach Geschmack dazu geben, weil die Bohnenkraut ist auch sehr intensiv. Und jetzt oben drauf legen wir auch die Birne. Es muss so ein bisschen wie in die Brühe so stehen, so wie jetzt bei mir. Und werden wir kochen, bis dass wir, wenn wir mit Messer in die Birne reinstechen, das Messer geht von alleine raus. Dann holen wir erstmal die Birnen raus, bevor wir dann fertig gekocht haben. Aber erstmal müssen die Birnen fertig gekocht werden. So, meine Lieben, jetzt schauen wir nach unseren Birnen. Die Birne habe ich ungefähr nach 5 Minuten einmal umgedreht, weil die liegen nicht komplett in den Brühe. Aber wir kochen auch keine Suppe. So, jetzt probieren wir und schauen wir. Ja, rutscht dann runter. Bevor die zu doll verkochen, werde ich die rausnehmen schon. Ihr werdet sehen, bei jedem wird unterschiedlich sein, weil wie groß sind die Birnen. Und diese wunderbare Birne stellen wir jetzt auch zu dem unseren Speck in die Backofen, dass die warm bleiben. Schaut. Und werden wir jetzt unsere Eintopf abschmecken. Einfach probieren. Könnt ihr auch eine Bohne rausnehmen und schauen, ob die für euren Geschmack gar ist. So. Und die Brühe natürlich probieren. Und wenn es nötig, einfach nochmal abschmecken. Geschmack einfach genial. Ich lasse jetzt eine Minute noch mal kurz köcheln und in dieser Zeit bereite ich meinen Tisch fertig. So, liebe Freunde, unser Mittagessen ist fertig. Jetzt können wir es servieren. Das Einzige, was ich noch mache, das bisschen noch Kräuter dazu geben. Das ist dann so ein Mix aus Schnittlauch, Petersilie und Dill. Da passt das sehr gut. Schneiden wir erstmal ein Stückchen Speck. Schaut. Wie toll sieht er aus. Schön weich. Legen wir dazu eine Birne. Köst. Und dann auch unsere Eintopf. Ein herrliches Essen.
So ein bisschen Brühe natürlich. Und voilà. Schaut, wie lecker sieht das aus. Es kann auch als Sonntagsessen sein, besonders jetzt in Adventszeit. So, liebe Freunde, ich muss mein Essen, bis die noch warm ist, schnell an Tisch reichen und euch wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Danke dir, Ingrid, für dieses tolle Rezept zum Nachkochen. Sieht lecker aus, schmeckt auch lecker. Und euch wünsche ich eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie gesund, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!